So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dragon Age Origins. Im letzten Part hat uns die gute Liliana von ihrer Vision erzählt. Und zwar bei ihr 2.0 kriegt. Und ob sie nicht mehr diese Mücken. Böse Kamera. Ja, und dann haben wir diesen Mann von der Gemeinschaft der Magier. Kennen wir die Gemeinschaft der Magier ist? Das sind als Abtreibige, die aber die Gesellschaft Aufträge machen, so ähnlich wie das in Wuthering an der Kirche war mit diesen Nebenquests. Gibt's hier bei der Gemeinschaft der Magier auch den Quests, die man machen kann. So, das hier ist Kester. Soweit ich mich erinnere, ist er der Fährmann. Aber er ist hier beordert worden, muss glaube ich hier stehen, weil da hinten die Fähre von jemand anderem bewacht wird. Wir haben es glaube ich schon auch so ein bisschen mit durch den neuen Templern und so. Mit Kester reden wir gleich, wir gehen erstmal da rein in die verwöhnte Prinzessin an die Taverne. Und ich sehe nur Haare. Danke schön. Achso. Mutiger Gast, Larana. Ja. Das ist hier nicht der Gast. Und eine Tür, die hier unten ist. Aber selbstverständlich. Ein jedes Bild. Oh. Lesen. Lesen. Untersuchen. In Schreiben weicher Verliebter. Oh. Was? Correspendus Interruptus. Eine Sammlung peinlicher persönlicher Briefchen zwischen den verwöhnten Reichen und ihren Objekten der Begierde. Wer ist der Typ? Sir Rival Grisman. Meine geliebte Virginia Hellinger. Echt Adel. Was ist das denn für ein Nachname? Okay, ja. Also, falls ihr diesen Brief lesen wollt, bitteschön. Ja. Das klang ja sehr gut. Echt Adel. Ja. Oh, ein schönes Bild mit Mabaris. Was starrt ihr so? Kann ein Mann nicht in Frieden trinken? Das sieht ein bisschen so aus wie, ach, wie hieß der nochmal? Ah, der... Ach, der eine von... Warte, fand ich der eine Charakter aus von Dragon Age Inquisition. Mit dem Schnauzer, der... Ah, der schwule Magier. Lasst mich in Ruhe! Ah, ist gut, Arschloch, Schnauze. Hallo, Larana. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Wem kann man nicht schreien? Okay. Hallo. Guten Tag und willkommen in der verwöhnten Prinzessin. Kann ich euch irgendetwas bringen? Warum heißt die Taverne verwöhnte Prinzessin? Die Idee hatte mein Vater. Er war vor mir, der Wirt hier. Damit ist meine Schwester gemeint. Sie war seine kleine Prinzessin. Die Prinzessin beschloss eines Tages, dass ihr das Landleben zu langweilig war und zog nach Dannerim. Glanzvoller, meinte sie. Sie wurde ermordet aufgefunden. Und alles, was ihr mein Vater von seinem sauer verdienten Geld gekauft hatte, hatte man ihr geraubt. Mein Vater starb an gebrochenem Herzen. Meine Mutter hörte auf zu essen. Und ich erbte den Laden. Der Name ist geblieben. Ende der Geschichte. Tut mir leid, lasst sie hören. Natürlich. Was hättet ihr gerne? Sag mal, was ihr so hast, Mann. Guter Mann. Feuerresistenz. Schade, dass wir nicht genug Geld haben. Dann könnten wir das für unseren Hundi kaufen. Okay, dann weiß ich, wo wir Feuerresistenz herkriegen. Wenn wir genug Geld haben. Obwohl, man weiß, wenn wir mit dem Turm fertig sind, müssten wir ja genug Geld haben, dann können wir uns das ja hier kurz kaufen. Dann.
Ich schätze noch schon, dass wir wenigstens 3 Gold 85 haben werden, wenn wir mit dem Turm fertig sind. Accessoire. Schülerarmee, okay. Eine Schockbombe. Gewandt haben wir 2 Stück, ja. Sieht sehr gut aus. Was haben wir denn noch? Schülerarmee und kaufen die zweite. Hast du eventuell Tiefenpilze? Könnten die eine Kiste schon fertig? Meine Kann man irgendwas verkaufen? Vielleicht haben wir es schon. Ja, wo ist wohl zuletzt? Ja. Ja. Flammenfestung. Dabei hat. Oh, schön. Schockbombe werden wir nicht mehr Gegner haben. Achso, ja, hier. Lassen wir rein. 1918. Passt nicht. Ich würde mal heilen, vielleicht ist es genau richtig. Ja. 14 von 15 Minuten. Jetzt haben wir schon das reicht. Denken wir lassen es kommen. Lass mal sein, geh mal raus, fertig. Geh schon länger rum. Hier ist ja sonst nichts. In Ordnung. Oder war irgendein Quest? Nee. Später mit Stan müssen wir sonst die Quest machen. So. Wow, ich habe noch nie ein Klingenohr gesehen, das angezogen war wie der König von Ferelden. Ihr habt es weit gebracht, was? Wie bitte? Oh, es war nicht böse gemeint. Mein loses Mundwerk. Ich bin einfach nur nicht an Leute eures Schlages in solch edlem Aufzug gewöhnt. Mein Schlag? Ihr wisst schon. Elfen, spitze Ohren, dürre Beine. Ah, schon wieder. Ich meinte damit überhaupt nichts, wirklich nicht. Ich sollte nochmal von vorne anfangen. Hoch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, Sir. Ich bin kein Rassist, aber ein typischer Facebook-Heini. Nun kurz, wisst ihr, wie ich den Ton kam? Ich bin der Fährmann. Zumindest war ich das mal. Armer alter Kester, arbeitslos. Warum? Ich hab keine Ahnung. Mir sagt keiner was. Gregor kam her und sagte: Sorget euch nicht, Kester. Unter Kontrolle, wir alles haben, tun. Sonst hat er nichts gesagt. Und dann hat der Carol das Kommando über mein Boot Lissy gegeben. So hieß meine Großmutter. Der Kommandant der Templer drüben im Turm. Ein guter Mann. Gibt also keinen Weg, wie ich zum Turm komme? Ihr könntet schwimmen, aber ich rate ab. Im See leben üble Kreaturen. Liegt vermutlich an den Tränken, die sie reinkippen. Gregor sagt, ich soll bleiben, bis der Sturm vorbei ist. Aber manche Stürme verziehen sich nicht so schnell. Danke für die Hilfe. So freundlich. Leute wie ihr behandeln unser einen selten so zuvorkommend. Ja.
Und da ist Carol. Machen wir uns mal nichts üben. Hm. Was muss ich machen? Ich schau mal kurz nach der OBS. Reden wir mit dem. Moin. Habt ihr euch je gefragt, warum die Magier ihren Turm in der Mitte des Kaelenhardsees errichtet haben? Haben sie eine Abneigung gegen praktische Lösungen oder was? Ja? Praktisch nichts, okay, fürchte ich. Okay, vielleicht gibt es über diesen Ort doch nicht. Weitergehen. Ihr da! Ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Wer seid ihr? Ich bin die Wache, die allen Unbefugten den Zugang zum Turm des Zirkels verwehrt. Im Moment euch, weil ihr unbefugt seid. Oh, die müssen passen. Ich bin. Oh, Wächter im offiziellen Auftrag, also Fickenschützen. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Ja? Oh, ein Siegel der grauen Wächter. Aha. Ihr behauptet also, einer von denen zu sein. Wisst ihr, Dokumente habe ich auch. Sie sagen, ich bin die Königin von Antiva. Was sagt ihr dazu? Nicht viel. Ihr seid richtig einfach. Und wenn ihr eure Behauptung, wer ihr seid, nicht beweisen könnt, lasse ich euch nicht vorbei. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los! Und fortgesetzt wird nicht gefallen, dass ihr mich behindert habt. Wirklich? Denkt ihr, Gregor wäre verstimmt, wenn ich euch nicht einließe? Moment. Ja, vermutlich wäre er das. Gutes Argument. Nun, dann sollten wir alles tun, damit es nicht dazu kommt. Er gibt hier die Befehle. Und mit einem grauen Wächter würde er bestimmt fertig. Einem angeblichen grauen Wächter. Nun, soll ich euch dann jetzt hinbringen? Ja. Dann kommt mal mit. Cool aus. Das sah schon cool aus. Und ich will immer zwei Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Ihr seid Gregor, nehme ich an. Wer seid ihr? Carol hatte klare Anweisung, niemanden über den See zu bringen. Wir haben es hier mit einer heiklen Situation zu tun. Ihr müsst gehen, zu eurer eigenen Sicherheit. Ja. Nein, die Magier haben eine Verpflichtung gegenüber den grauen Wächtern. Ich ertrage kaum noch, dass die grauen Wächter nichts tun, außer Leute für den Kampf gegen die dunkle Brut zu rekrutieren, obgleich es ihr recht ist. Hier findet ihr keine Verbündeten. Die Templer können niemanden entbehren und die Magier sind indisponiert. Offen gestanden, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Der Zirkel ist verloren. Der Turm ist gefallen.
Wie ist das passiert? Das wissen wir nicht. Wir haben nur Dämonen gesehen, wie sie Templer und Magier gejagt haben. Ich erkannte, dass wir sie nicht besiegen konnten und befahl den Rückzug. Wie kann ich helfen? Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Das Recht der Auflösung? Das Recht der Auflösung gibt Templern das Recht, einen Zirkel von Magiern zu beseitigen. Vollständig. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Es gibt keine Alternative. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Die Magier sind nicht schutzlos. Einige leben sicher noch. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Ich suche nach den Überlebenden. Ich versichere euch, eine Abscheulichkeit ist eine ernstzunehmende Macht. Und ihr werdet nicht nur auf eine treffen. Ich muss es versuchen, das ist das Richtige. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist, dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Quest aktualisiert. Es gibt dann auch so einen Lösungsweg, den hatte ich bei meinem Marker gehabt. Da haben die Templer und die Magier alles gemacht. Also man kann sich am Ende entscheiden, wenn Irving da ist. Wenn Irving halt tot ist, dann helfen uns die Templer. Aber wenn Irving lebt, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder helfen uns die Templer oder die Magier oder beide. Ich habe mich für beide entschieden, aber beide halt starten. Okay, das sind die ganzen bla 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 bla. So. Bin ich für den verdorben. Okay. Ja. Codex aktualisiert. Erster Kater war Irving. Und Kommandant Gregor. Noch was? Ja, nein. Okay, ich sagen. Wir pausieren das. Und ich mache jetzt eine Pause. Wir sehen uns dann. Dann mal wieder, also bis dann, mein lieber Achmigo. Tschüss.